So, will sich das Tor nicht vielleicht mal öffnen? Na, was steht denn da unten? Führe Skillshots aus, um dir Skillpunkte zu verdienen. Diese kannst du bei Versorgungskapseln investieren, um dir Waffen, Munition und Upgrades zu kaufen. Verbinde dich jetzt wieder mit der Versorgungskapsel, um Nachschub zu erhalten. Okay, schauen wir doch mal gerade nach. Was gibt's hier denn für einen Nachschub? Ah, wir können uns ein Kapazität-Upgrade kaufen und zusätzliche Magazine, zusätzliche Munition, damit wir auch immer genug Kugeln auf Lager haben, um unsere Gegner damit voll zu pumpen. So. Und wo kommen wir jetzt hin? Na, wer seid ihr denn? Na, ich find's immer lustig, wenn man den Gegner in die Beine schießt. Oh, hingefallen. Oh. Na, ich krieg ihn nicht ins Visier. Oh, das war's auch für ihn. Und für ihn auch. So, Moment, aber wir haben ja noch mehr. Na, wo ist er denn? Da! Ich will ihn in den Kaktus treten. Ja, genau so. Oh, oh. Und es wird schon knapp für uns. Na, da haben wir noch so einen Kaktus liegen. Aufgespießt. Aha. Na, da können wir doch mal hier so ein Fässchen reintreten. Und genau so. So funktioniert das und nicht anders. Was haben wir denn da oben? Zum Glück sind überall diese explosiven Fässer. Äußerst vorteilhaft. Das ergibt keinen Sinn. Wir sind in den Außenquadranten. Hier gibt es weit und breit keine Kolonien oder Konföderationstruppen. Wo kommen diese ganzen Gegner her? Wir haben immer noch keine neue Energiezellen für Ishii gefunden. Hoffentlich hält seine Batterie noch lang genug. Er hat eben etwas erzählt von einer halben Stunde Zeit, die ihm noch verbleibt. Hoffentlich sind wir schnell genug. Oh, und er hat uns getroffen. Ich wollte ihn eigentlich treten. Aber das ist wohl nichts geworden. Kugelkick. Und wir haben hier natürlich noch mehr von diesen netten, explosiven Fässern. Die wir natürlich auch alle fleißig nutzen werden, um unsere Gegner zu Genüge auszuschalten. So, hier haben wir mal fleißig aufgeräumt und ordentlich Punkte gesammelt. Die Konföderation belohnt dich für schnelle Reaktionen in kritischen Situationen mit Skillpunkten. Bereite dich darauf vor, rechte Maustaste festzuhalten, um dir jetzt eine anzusehen. Ah, volle 500 Punkte erhalten. Sind Quartiere in einem Minenkomplex. Bist du für diese Art von Kampf bereit? Nein, bin ich nicht. Ich bin für nichts dergleichen bereit. Keiner ist bereit. Ja, fantastisch. Aber uns bleibt nichts anderes übrig, Ishii. Du willst überleben und ich will von diesem Planeten runter. Kopfschuss. Oh. So, wir ziehen den Hebel und es geht hinab in die Tiefe. Was ist das hier? Illegaler Uranabbau? Die Konstruktion ist zu perfekt. Das ist keine Unterweltoperation. Wer auch immer diese Unternehmung finanziert, kann seine Investition vergessen. Ja, irgendwer hat hier was aufgebaut, aber wir wissen nicht wer. Und man kann hier eine Ladung freischalten. Oh, was ist denn das Schönes? C, dann linke Maustaste, überladenen Vernichtungsstoß.
Ohohoho, das sieht ja schön aus. Okay, aber das werden wir im Moment noch nicht gebrauchen, glaube ich. Ah, und hier geht's hinunter. Da unten steht doch jemand. Aha, das war's für ihn. Versinkt in seiner Arbeit. Slago, du bist, wenn dran bist. Slago pisst jetzt mit den Engeln, mein Freund. Slago pisst mit den Engeln. Wohl eher in einem Kanalisationsgitter, aber was will man dazu noch sagen? Er ist tot. Er ist tot. Und wir warten noch mehr nette Leute auf uns. Eine Art Begrüßungskomitee, vermute ich mal. Sie wollten uns wohl freundlich Hallo sagen. Aber ich bin da leicht anderer Meinung. Und wie kommen wir hier jetzt weiter? Ah, Ishii kann diese Tür öffnen. Oh Gott, was ist das? Heilige Scheiße. Hier ist genug konföderierte Feuerkraft, um die Alien-Horden auf Warworld zum Glauben zu bekehren. Zerstör alles. Lass diesen Wilden keine Möglichkeiten, uns zu verfolgen. Ich mag, wie dein neues Hirn tickt. Wir müssen alles zerstören? Wie denn das? Einfach draufschießen. Okay. Wir haben keine Munition mehr. Wir haben keine Munition mehr. Oh, der geladene Schuss. Der haut ja richtig rein. So, jetzt müssen wir die Leutchens hier durchtreten und sowas vernichten. Und da haben wir auch schon wieder Munition aufgesammelt. Da, was denn da oben? Oh, schon wieder keine Munition mehr. Na, komm du mal her. Bisschen Munition aufsammeln. Der ist uns ja relativ schnell ausgegangen. Ah, hier geht's weiter. Oh, shit. Ah, wir können ihn da rausziehen. Sehr gut. Und hiermit öffnen wir das Tor vollkommen. Aber hier laden wir jetzt erstmal unsere Munition ein wenig auf. Die ist uns ja gerade vollkommen ausgegangen. Und auch vollkommen unerwartet. So, dann können wir uns auch nochmal zwei Ladungen kaufen. Die pulverisieren ja die Gegner nahezu. Ein Terminal für Tiefkernbohrungen. Das Ding verwendet Schwerkraftfusionskolben. Da kannst du dich aufladen. Und wie wunderschön es hier einfach aussieht. Wenn ich diese ganzen mordenden Wilden hier wären, wäre es sogar fast schön. Ich hab was für dich, du Genmüllbaby. Ah, die Leutchens hier halten wirklich erstaunlich viel aus. Ah, komm mal her. Ich will dir mal Hallo sagen. Kopfschuss. Wir drehen erst richtig auf hier. Es geht doch erst richtig los. Oh. Noch ein Vulture. Sagen wir doch mal Hallo. Und hier geht's anscheinend weiter. Wir ziehen wieder den Hebel. Schön zu sehen, dass dein Humor langsam wieder zurückkommt. Humor war nicht meine Absicht. Wir aktivieren mal du machst mich fertig, Kumpel. Unsere Pulverisierungsaktion und löschen den vollkommen aus. Niemand zieht sich hier zurück. Platt wie eine Flunder. Oh, upsala. Ah, da haben wir ja gleich zwei pulverisiert. Ah, der lebt immer noch. Die überleben wirklich erstaunlich lange und halten erstaunlich viel aus. So, die haben wir komplett ausgelöscht, ohne Probleme. Alles in die Luft gesprengt. Was ich mache, wenn ich diese Final Echo-Schlampe in die Finger bekomme. Final Echo ist nur der Ersatz für uns, Gray. So, und wir hatten hier gerade einen kleinen Checkpoint. Da werde ich an dieser Stelle mal gerade eine klitzekleine Aufnahmepause machen. Aber erst nachdem wir uns hier
wieder ein wenig versorgt haben. Und nochmal ein paar Ladungen kaufen und nochmal ein Ladungs-Upgrade. Kapazität-Upgrade kann ich mir leider nicht mehr leisten. Also mache ich jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder in Let's Play Bulletstorm. Absolute Vernichtung und Zerstörung. In der Form von Grayson Hunt. Macht's gut und bis dann. Euer Tjulfa.